Drohnen wie diese sind heute Alltagsgegenstände geworden. Mit diesen Drohnen kann man zum Beispiel Fotos machen, aber auch Inspektions- oder Überwachungsaufgaben durchführen. Mit größeren Varianten dieser Drohnen können vielleicht in absehbarer Zukunft auch Pakete ausgeliefert werden. Wir an der TU Dresden haben uns vorgenommen, diese Art von Drohnen weiterzuentwickeln, um völlig neue Aufgabenfelder für sie zu erschließen. Wir wollen die Drohne weiterentwickeln zu einem Flugroboter, das heißt ein Gerät, das in der Lage ist, aus dem Flug heraus Manipulationsaufgaben durchzuführen. Aufgaben wären zum Beispiel Windkraftanlagen. Windkraftanlagen werden durch Eis, Vogelschlag oder Blitz beschädigt und dann müssen sich Menschen in gefährliche Situationen begeben, um die entsprechenden Reparaturaufgaben durchzuführen. Oder denke an Gerüste, an schwierig zugänglichen Stellen, an Gebäuden oder das Reinigen großer Glasflächen, die auch momentan nur durch Personen, die sich an gefährliche Stellen begeben können, zu reinigen sind. Um diese Drohnen zu entwickeln und zu erforschen, haben wir hier an der TU Dresden ein Drohnenfluglabor eingerichtet. Doch was unterscheidet eine solche Drohne mit 4 Rotoren von dem Flugroboter, den wir hier entwickeln? Eine Drohne mit 4 Rotoren kann typischerweise 4 unabhängige Bewegungen ausführen. Sie kann sich nach oben bewegen, sie kann sich um diese Achse drehen und sie kann um diese beiden Achsen kippen. Was eine Drohne mit 4 Rotoren nicht kann, ist eine horizontale Bewegung einfach so auszuführen. Damit eine solche Drohne so eine Bewegung ausführen kann, muss sie sich erst verkippen, dann kann sie diesen Flug durchführen. Und wenn sie zurück will, muss sie sich wieder zurückkippen. Der von uns entwickelte Flugroboter ist voll aktuiert. Er hat 6 Rotoren, die zudem räumlich gegeneinander verkippt sind. Damit ist es diesem Flugroboter möglich, in alle Richtungen unabhängig voneinander Bewegungen auszuführen. Zudem kann der Roboter auch in alle Richtungen Kräfte ausüben, was zum Beispiel für spätere Manipulationsaufgaben von großem Vorteil ist. Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen einer klassischen Drohne und dem von uns entwickelten Flugroboter ist, dass unser Flugroboter in der Lage sein muss, in Kontaktsituationen zu kommen. Das heißt, er fliegt in Aufgabensituationen, wo er Kontakt zu der Umgebung oder zu dem Boden hat. Das hat auch völlig neue Herausforderungen, was die Regelungstechnik dieses Gerätes angeht. Während eine klassische Drohne in der Lage sein muss, Positionen anzufliegen oder bestimmte Bahnen abzufliegen, muss der von uns entwickelte Flugroboter in der Lage sein, in Kontaktsituationen auch Kräfte in bestimmte Richtungen auszuüben. Als Herausforderung haben wir uns gestellt, mit dem Flugroboter eine Schraubaufgabe zu lösen. Zunächst muss der Flugroboter mit der Schraube die Oberfläche erreichen, in der sich das Schraubenloch befindet und dort definiert andocken. Danach muss das Schraubenloch gefunden werden und die Schraube an den Beginn des Schraublochs gebracht werden. Anschließend kann die Schraube dann mit Hilfe eines Motors in das Loch eingeschraubt werden, bis ein gewünschtes Anzugsdrehmoment erreicht ist. Um dem Flugroboter diese Aufgabe beizubringen, nutzen wir ein Simulationsmodell. Das Simulationsmodell hat die Aufgabe, das reale physikalische Flugverhalten in einem Computermodell nachzubilden. Mithilfe dieses Computermodells kann dann die Regelungsstrategie für den Flugroboter entwickelt werden. Anschließend kann die Steuerungssoftware direkt aus dem Computer auf den Flugroboter übertragen werden, und er kann seine Flugaufgabe durchführen. Doch das Schrauben ist nur ein Beispiel und auch nur der Anfang. Wir arbeiten gerade daran, einen Baukasten an Fertigkeiten zu entwickeln, mit dessen Hilfe man dann ganz verschiedene Manipulationsaufgaben zusammensetzen kann.